Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe wieder ein Trash-Päckchen zu meinen Füßen stehen, allerdings die Sachen, die ich hier abgebe, hole ich mal hoch. Das ist der Karton und ich zeige euch jetzt mal die 50 Produkte, die ich jetzt der Monika schicke. Monika ist schon länger, habe ich sie in meiner Abo-Liste und auch wir sind auch im privaten WhatsApp-Kontakt und so. Und wir haben gedacht, wir schicken uns jetzt wieder gegenseitig ein bisschen was an Trash zu. Und da wollte ich euch jetzt mal zeigen, was ich ihr schicke. Aber wirklich mit dem Schnelldurchlaufer 50 Produkte. Da weiß ich jetzt schon, dass das vorige, das Intro und das danach einfach zu lang wird sonst. Das wird mit Sicherheit wieder 50 Minuten. So, und deswegen, ich versuche mich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Wir haben gesagt, keine Nagellacke und den Rest kennt ihr ja, ne? So, ich beginne. Bella Pierre Concealer Palette. Dann so ein Blusher. Ich habe keine Ahnung, das hatte ich auch im Trash-Päckchen, kann ich nichts leider mit anfangen. Dann, ich weiß nicht, wofür das ist, das ist ein UV-Powder. Das habe ich auch im Trash-Päckchen gehabt, gebe ich auch weiter. Wo Sachen, wo ich nicht weiß, was damit ist, gebe ich immer weiter. Dann meine aussortierte Art Deko-Palette. Da sind ja 5 Lidschatten drin, 3 kannst du noch reintun. Dann dieses Wet n Wild Coloricon. Das ist so ein Puder, was man eigentlich, was so ein bisschen so Schimmer hat, sage ich jetzt einfach mal. Aber kein Glitzerschimmer auf der Haut hinterlässt. Das ist einfach so für trockene Haut zum Setten. Kann ich euch zum Beispiel mal an meiner glänzenden Stirn demonstrieren. Aber es war halt einfach sehr trocken für mich. Ne? Und so. Ja, ich demonstriere ich euch die Scheiße. Sorry, den. Jetzt demonstriere ich das euch noch, obwohl ich keine Zeit habe. Naja, also vom Videomäßig. Dann ein Make-up von Avon. 2 Lidschatten, die habe ich letztens ja auch bekommen von L'Oreal. Das sind so, so Trios. Karl Lagerfeld, Kajal. Trended Up Lip Pencil. Einen neuen Boulevard Lippen Lipgloss. Davon hatte ich 2 bekommen. Einen habe ich selber behalten. Den hier gebe ich ab, weil die Farbe hat mich schon überhaupt nicht interessiert. Dann von Manhattan diesen Creme Blush Stick. Von Sleek ein Kohlpencil. Von Trended Up für die Augenbrauen etwas. Dann wieder was für die Augenbrauen. Und zwar ist das von Olivia Palermo. Das ist schon was Teureres, aber gebe ich dir trotzdem dazu. Dann von Catrice Brain Me Frosted Cake, ein Lidschatten. Von Rival de Loop Vanilla Glow. Manhattan Amazing Eye Effect Palette. Dann von Love habe ich ja letztens ein paar zugeschickt gekriegt. Da kriegst du jetzt auch eins von. Die Browtitude, das ist ein ganz neues Augenbrauengel. Femme Fatale Essence Lip Pencil, den hatte ich, habe ich auch, deswegen gebe ich dir den weiter. Mary Kay Eyeshadow Palette in dem Sinne, aber in so einem Tester. Blossom Dreams Eyeshadow Palette. Ich finde die sehr hübsch, aber die Farben waren einfach nichts für mich. Dieses hier. Ein P2 Glow Touch Blush. Das ist das auch Fuchsia. Essence Silky Touch Blush Nummer 10. Sehr helles Blush. Beauty Stories LE von P2, das ist so ein Duo Blush. Von Catrice ein Quad, so ein Lidschatten Quad. So, von. Achso, da haben wir noch was. So, dann haben wir hier 3 Creme Lidschatten. Und zwar einmal ein The Permanent Taupe von Maybelline. Und dann diese 2 Moonlight Eyes Dinger hier von Essence. Ich hoffe, du kommst da besser mit klar als ich. Vielleicht hast du ja nicht so ölige Lider. So, dann wieder von Essence diese Nudes-Palette. Von Catrice aus dieser Lumiere-Reihe da auch ein Monolidschatten. Boah, ich bin richtig gut in der Zeit. Guck mal, ich bin bei 4 Minuten 50, weil ich hier jetzt nicht die ganze Zeit rumlabere. Rival de Loop Young Eyeshadow. Aniake Augencreme. Ich habe hier nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum geguckt, aber ich finde keins. Deswegen. Was haben wir denn hier noch Schönes? Das Sleek Blush in Rose Gold. Astor Lippenstift in der Farbe 501, so ein richtig schönes Rot, aber ich muss unbedingt wieder Lippenstifte deklattern. Ich habe wieder zu viele.
Manhattan 210, das sind diese Soft Rouge Lippenstifte. Maybelline, eine Mascara, die war für mich überhaupt nichts. Zudem kommt noch dazu, dass es wasserfest ist und ich mag sowas nicht so gerne. Highlighter Stick von Essence, den habe ich doppelt, deswegen kriegst du auch einen. Einen Long Lasting Eyeliner in der Farbe Taupe, in so einem Braun. Rival de Loop Duo Rouge. BH Cosmetics Blush Duo. Das ist so eine Pappverpackung wie die The Balm zum Beispiel immer. Dann habe ich hier dieses, ich habe das einmal verwendet, das Lip Scrub von Royal, weiß ich nicht was. Das war mir einfach viel zu süß. Das, I'm sorry, das, nee, das war nichts für mich. Ich habe das wirklich nur einmal so genommen. Dann habe ich hier zweimal diese solche ja, Spülungen, Haarkuren für unterwegs vielleicht oder sowas, weil ich mag die Verpackung nicht so gerne. Manches habe ich dir übrigens als zwei Produkte, zum Beispiel für eins, wie das hier zum Beispiel, habe ich hier reingemacht, weil, ne, mir war mir nach. Da habe ich hier einmal so Duschgel und Shampoo. Keine Ahnung, das hatte ich, glaube ich, mal auch im Trash, glaube ich. Dann habe ich hier ein Parfum, das ist aber nur noch so, ja, so halb voll, würde ich sagen. Ich kann dir nichts sagen, wovon das ist, weil ich, doch, Azzaro? Ich glaube, Azzaro ist das. Ah, hier steht auch was. Ja, keine Ahnung. Ist allerdings nicht so mein Duft, deswegen gebe ich ihn weiter. Noch so ein von C. Habe ich hier noch so eine, ja, ich glaube, da sind zwei Proben drin. Genau, zwei Proben. Einmal das Intense und einmal das Normale oder sowas. Dann habe ich hier Isana, die Badekristalle für dich. Baptiste Trockenshampoo. Darf Anti-Haarbruch-Shampoo von Sebamed Reinigungsschaum, was ich zum Beispiel ziemlich cool finde, aber ist halt für fettige und unreine Haut, habe ich nicht. Und dann halt noch Skin Active Hydra Bomb. So, jetzt bin ich bei unter 10 Minuten, was ich ziemlich cool finde. Und im Anschluss seht ihr dann einfach das, was ich zugeschickt bekomme. Bis dann. Monikas Trash ist da. Ja, ich bewaffne mich mal eben. Ich bin hier schon voll im Gammels-Look. Also jetzt nicht. Ich habe mich gar nicht abgeschminkt oder so, ne? Aber schön im Sweatshirt. Das ist für mich tatsächlich Zuhause-Look. Ich habe nämlich kein schönes so, was ich so unterwegs anziehen würde. Dafür müsste ich tatsächlich ein besonders schönes haben, finde ich zumindest. Weil, ich weiß nicht. Ich fühle mich da irgendwie nicht mehr altersgerecht, obwohl so ein Sweatshirt geht immer, finde ich eigentlich. Das ist so Schwachsinn. Vergiss das, was ich gesagt habe. Das läuft doch schon mal wie geschmiert. Zumindest das Öffnen. Oh. So. Oh, oh mein Gott. Monika, du hast mir ja voll die Duftis eingepackt. Papier. Papier. Papier, oh mein Gott. Papier. So, okay. Ich leg los. Und zwar hast du mir ein paar Yankee Candle Tarts dabei gelegt. Ich glaube, ich. Ja. Und zwar hast du mir Yankee Candle Tarts dabei gelegt. Einmal einer meiner Lieblingswinterdüfte, Cozy by the Fire. Ich liebe ihn. Oh mein Gott. Ich muss mal ganz eben das hier. Mal ein bisschen Platz machen hier. So. Und zwar, Cozy by the Fire ist einfach nur ein wirklich. Ich finde, ich rieche da halt total dieses Rauchige vom Lagerfeuer. Und so Glühwein raus. So ein Glühweinstand am Weihnachtsmarkt. So. Dann Macaron Treats. Das ist ein Duft, der geht dieses Jahr aus dem Standardsortiment raus. Also aus dem Standard-Wintersortiment. Und das ist halt wirklich dieses Gebäck, dieses luftige Esspapiergebäck, nenne ich es jetzt gerne mal. Ja, ich mag den auch. Hab den auch noch als mittleren Hauswurmer. Und Bundle Up. Bundle Up ist halt ein richtig schöner, ich finde, winterlicher Tannenduft irgendwie. Ja, mag ich auch sehr. Oh, ja, ja. So, und dann habe ich hier das noch gesehen, und zwar ein Kringle Candle Melt. Ja, die ziehen ja bald aus, und zwar heißt das Potpourri Melt. Okay, ist das richtig? Nee, Kringle Cookie? Ach, guckt mal selber. Mm. Ich bin ja gar nicht so viel Foodie, aber der riecht gut. So leicht nach Plätzchen. Hm, das finde ich gut. So, mal schauen, was du noch so Schönes eingepackt hast. Shea Butter Leave-In Conditioner.
Das ist cool. Für die Haare. Das riecht nach Kokos, oder? Ich probiere es. Das roch auf jeden Fall nach irgendwas aus dem Urlaub, so kokosmäßig. Wonder Cream. For tightening and refreshing. For all skin types, okay. Pore Tightening Effekt, okay. So schaut das aus. Kenne ich nicht, überhaupt nicht. Oh, wartet mal. Oh, hast du es überhaupt mal benutzt? Also Pore Tightening, also sagst du mir, wofür das ist? Also klar ist es porenverfeinernd, aber das ist ja mega bottig. Poren für den Hintern? Keine Ahnung. So, weiter geht's. Zithid Color Protect. Keratin Haarmaske. Sehr cool. Haarmaske. 1 bis 3 Minuten einwirken lassen. Perfekt. Sieht so aus. Erinnert mich gerade ein bisschen an diese Action-Marke, die ich auch manchmal habe. Riecht gut. Riecht halt so typisch nach Haarkur-Zeugs. Finde ich gut. So, weiter im Text hier. Ah, Langhaarmädchen, Haarpuder. So ein Langhaarmädchen, das lasse ich gerne mal hier. Wäre es jetzt ein anderes gewesen, hätte ich es wahrscheinlich weitergegeben. Riecht, glaube ich, neutral. So, dann haben wir hier schon, nehme ich einfach das auch. Make-up Revolution. Das ist eine Highlighter-Palette. Die heißt auch Highlighter-Palette. Ah, ja, die ist das. Die habe ich des Öfteren schon gesehen in Videos. Aber hab sie selber halt nicht. Ich guck jetzt mal. Das sieht aber sehr duochrom aus, naja. Sei mir nicht böse. Ich glaube, die gebe ich weiter. Echt, die finden alle so toll. Okay, schaut mal, weil das ist relativ duochrom. Obwohl, so sieht das wieder geil aus. Ach, ich probiere die einfach aus. Ich nehme hier schon mal ein Tuch. Dann haben wir hier irgendwas, so ein Peel-Off-Maske. Ach, dieses mit diesen schwarzen Kohldings, das probiere ich sehr gerne aus. Da bin ich gespannt drauf. Dann haben wir hier, glaube ich, noch so eine Palette oder sowas. Ach, mit so Lidschatten, die man da reinklicken kann. Das kenne ich ja gar nicht. Make-up Obsession, also von Make-up Obsession. Life Love London. Guckt mal, oh, ihr seid geblendet. Auf der Rückseite sieht man, dass die, denke ich, eingeklickt sind. Oh. Oh, ich probiere mal aus, ob man... Nee, das ist so. Die kann man nicht rausklicken, oder? Nee, ich will da nichts kaputt machen. Guckt euch diese Farben mal an. Super, mega cool. Geil. Ich freue mich. So, dann haben wir hier eine Very Berry Match Mask. Okay. Dann eine Protect Zone Active Complex Food Cream. Kenne ich nicht. Weiter, weiter. Was ist das? Ach, guck mal, hier sind noch ein paar, glaube ich, Masken. So, achso, machen wir erstmal Maske von Lakshin, von Kadeveda, oder wie das heißt. Eine Lip Patch Maske, wie geil. Dann so, ich glaube, die werde ich gleich mal nehmen, so Augenpads. Weil ich habe letztens irgendwann ganz viele so Augenpads, was heißt ganz viele, ich habe immer mal so Augenpads gekriegt, aber noch nie benutzt. Fabulous Glam Peel-Off Maske. Achso, ein Kajalstift war da drin von Catrice Lip and Eye Pencil. Okay. Oh, der ist aber hart. Und kann man das hier auch? Nö. Okay, weil der hat so eine ganz spezielle Form, so spitz zulaufend. Mhm. Oh, ich bin fast auf den Boden gefallen. Eye and Eyelid Cream. Okay, werde ich in meine Backups reintun. Ich habe nämlich jetzt im Moment die von Lavera in Benutzung. Die ist mega, die hält voll schön auf. Dann haben wir hier von, okay, Dolce & Gabbana Shimmer Powder von The One. Riecht das auch danach? Ja, ich glaube schon. Hm. Cool. So, und dann haben wir noch eine
Brigitte-Box hier drin. Oh mein Gott. Krass ist die gefüllt. Mein lieber Scholli. Okay, beginnen wir. Guckt euch das mal an. Komplett gefüllt. Ich glaube, ich mache davon ein Foto. Ich bin überfordert. Okay, fangen wir hier an. Und zwar, ich hab Angst, dass das runterfällt. Von, keine Ahnung, sieht so aus. Kenne ich nicht. Der ist allerdings benutzt. Werde ich dann weitergeben. Ich habe da ja jemanden, der sowas dann benutzt, weil der ist auf jeden Fall, also der sieht auf jeden Fall benutzt aus, den. Aber ist schick. So, zwei Stifte. Einmal von Max Factor Lip Liner in der Farbe Move Moment. Und ach, wieder von diesen Dings, K-Lips Milky Brown. Ach, das ist dann halt der passende Lip Liner. Der ist schick, den werde ich definitiv behalten. Bei dem einen hier bin ich mir noch nicht so sicher, den tue ich in die Leichtbox. So. Den, was ist das? Precision Liner von Costance Carroll oder so ähnlich. Hm, der ist gut. Richtig schön schwarz. Dann von Rival de Luxe Glossy Lip Tint. Auch so ein Lipgloss-mäßig. Aber der sieht auf jeden Fall nicht ganz so. Also der sieht nur geswatcht aus. Sowas mag ich. Sowas finde ich cool. Dann von Dermacool ein Match Mania Liquid Lip Color. Auch nur geswatcht. Oh, krass. Geile Farbe. Sorry, ich bin nicht mehr ganz so fit. Ich bin nicht so gesprächig wie sonst. Mir geht's gut, aber ich bin halt ein bisschen müde und habe gerade eigentlich bin ich dabei, meine Videos zu schneiden und habe dann gerade gedacht, komm, du musst das Paket auspacken. Oh, der ist aber schön. Das ist ein Lippenstift von was ist das? Golden Rose? Kenne ich gar nicht. Aber guck mal, das ist der hier. Der ist schön. Mal wieder alles ein bisschen schön. Ja. Achso, ich habe doch meinen Augen-Make-up-Entferner hier irgendwo drin. Da habe ich mir noch extra mal mitgenommen. Ja, also der Lip-Tint, der bleibt ordentlich. Das muss man schon sagen. So, dann wieder dieses K-Star Lips. Keine Ahnung, was ist das? Ist bestimmt eine polnische Marke. Aber der ist auch mehrmals geswatcht und den tue ich auch zur Seite. Achso, da habe ich den, das ist den Nein-Haufen. So, dann haben wir hier eine Foundation, die Wet n Wild Photo Focus Foundation. Ich habe da bisher nur Schlechtes drüber gehört, aber ich werde mich selber überzeugen. Und die Farbe sieht auf jeden Fall auch sehr hell aus, passend dann für mich. Guck mal, oh, geil. Auf jeden Fall, von der Farbe her könnte das sehr gut hinhauen, sehr gut sogar. Ja, die stelle ich mir direkt dahin. Du hast ganz viele Foundations mit reingetan, sehr geil, auch eine helle. Da steht irgendwas auf Polnisch drauf. Weiß nicht, ob die was für trockene oder für Milchhaut oder was auch immer ist. Egal. Ich probiere aus. Noch eine Foundation von Giordani Liquid Silk Foundation. Das hört sich auf jeden Fall nach etwas an, was für meine trockenen Haut vielleicht ganz gut wäre. Eine sehe ich noch, die ich richtig cool finde, und zwar die Serum Foundation von The Ordinary. Sehr, sehr geil. Habe ich ja letztens auch die 1.0 bekommen. Das ist die 1.1. Ah. Schon allein deswegen hat das ganze Paket sich schon gelohnt. Danke. Ja, so, dann haben wir hier Trended Up Tropical Size Blush Shine Trio. Hm. Ja, doch. Sind meine Farben. Packaging für den Arsch, ne? Aber schöne Farben. Für den Arsch. Jetzt ist mein Akku auch noch, meine Speicherkarte auch noch voll. Ja, bis gleich. Ja, da bin ich dann wieder. So. Dann haben wir hier zwei Mascaren drin. Das sind wohl beides Testers von So Chic. Kenne ich auch nicht. Ja, Bürstchen sehen doch mal richtig cool aus. Ja, gebongt. So, dann haben wir hier. Das werde ich weitergeben. Das sehe ich jetzt schon auf Anhieb, weil das ist mir tatsächlich zu rosa. Das ist von
Also die 25 von Trended Up, das ist tatsächlich wirklich sehr rosé. Das werde ich tatsächlich dann schon. Komm, ich tue das jetzt mal alles da rein. So, dann haben wir hier auch von So Chic Mineral Blush. Okay, das sieht schön aus. Ach, auch von So Chic. Das ist dann das Mineral Powder. Ich glaube, das ist mir zu dunkel. Oh, das sieht aber schön aus. Da will ich nicht reingehen. Guckt euch das mal an, wie schön das aussieht. Egal, ich muss da reingehen. Ja, das ist mir auf jeden Fall zu dunkel. Weiter geht's. Auch von So Chic. Ist das eine polnische Marke? Oh, die sieht aber schön aus, die Palette. Guckt mal. Sehr schön. Von Essence, das All About Matte, das gebe ich weiter, wegen Matte und so. Ihr kennt mich ja. So. Dann von Lirene. Kenne ich nicht, aber sieht gut aus. Guckt mal, das ist auf jeden Fall so ein Shine-Touch-Produktchen. So ein Highlighter, denke ich. Oh ja. Sieht aber schön aus. Guckt mal. Ja. Von Lovely. Das ist ein Highlighter auch. Guck mal, ich kenne die Sachen gar nicht. Gold and Silver heißt der. Geil. Der sieht so richtig schön, also Wet-Look-mäßig aus. Guckt mal. Der ist richtig toll. Essence, oh wie geil, den habe ich nämlich nicht. Also ich weiß, den gibt es noch, aber egal. Den weiß ich nicht, warum ich mir nicht gekauft habe. Dieser Essence Donut Highlighter. Und ja, es sieht so aus. Also, boah, ist der frosty. Ja, ich probiere es aus, aber ich glaube, der wird mir viel zu frostig sein. Aber alleine schon Optik, ne? Alle schieben Optik. So, dann haben wir hier von Revolution die Pearl Lights Loose Powder. Wow. Da muss ich doch mal reinlangen. Krass. Ja, das ist auch so Duochrome-mäßig. Das wird mit uns aber nichts, weil das so... Ja, so sieht das wieder. In der Kamera sieht immer alles geil aus, aber das ist so richtig rosa Einhorn-mäßig. Werde ich bei mir ganz schlimm aussehen. Dann haben wir... Was haben wir denn hier Schönes? Dann haben wir von Yoko ein Blush in der Farbe 12. Guck mal, wie das aussieht. Das ist so... So, ich kenne Yoko auch nicht. Krass, das ist ein Blush. Oh mein Gott. Hammer. Das sieht aber cool aus. Okay, von Bobbi Brown etwas. Und zwar... Oh, wie süß. Das sind die Pot Rouges in klein. Pale Pink. Oh, okay. Gebe ich weiter. Ja, sieht... Aber die Paint Pots sind richtig geil. Da habe ich auch noch zwei von. Dann haben wir hier von Love diese losen Magnetic-Lid. Lidschatten. Ich glaube, den habe ich 550. Kommt mir sehr bekannt vor. Boah, die sind so geil. Guckt mal. Geht man rein und man rührt da kurz rum, aber dann nach einer Zeit führt sich das wieder so zusammen. Wie habe ich den? Ich muss mal nachgucken. Dass die Wellen wieder kommen wegen diesem Magnet unten drin. Voll cool. Ja. Muss ich nachher mal nachgucken, ob ich den schon habe. Der ist nämlich voll schön. Habe ich euch gezeigt, ne? Noch Make-up. Ah, hier ist noch mal so eine Mascara. Kann ich ja meinen Geschwistern vielleicht was abgeben. Die stehen ja auch so darauf, also auf Mascara. Ach, noch eine. Mein lieber Scholli. Okay, mal gucken, was da noch eine ist. Nee, aber ich will da auch gar nicht dran rumrühren, weil dann sehe ich ja direkt wieder was. Evelyn HD Liquid Control Mattifying Drops Foundation. Okay, die werde ich weitergeben, weil Mattifying hört sich schon sehr nach Matsch an. Nude Glam BB Cream Balmig Balm, heller Hauttyp, die behalte ich, die finde ich super. Ja, die ist, ich habe zwar ein paar Sachen darüber gehört, dass manche die nicht gut finden, ich finde die gut. So, dann haben wir hier von So Chic Pro Concealer HD Definition. Achso, ich zeige euch den erstmal so. Ja, ist ein heller, den werde ich ausprobieren. Oh, ein Lip Pencil von Essence in so einen, boah, geil, in so einen richtig krassen Fuchsia.
Dann einen Lippenstift von Bourjois. Habe ich noch nie einen von gehabt. Die 7207 ist die Farbe. Oh, guckt euch das mal an. Der ist so ganz, so eine Welle hat der. Wie geil. Gucken wir mal. Total creamy. Also wird mir wahrscheinlich sonst wohin rutschen. Aber guckt euch das mal an. Mit wirklich einmal drüber gegangen. Ja, dann haben wir hier von Constance Carroll Match Queen. Das ist auch so ein Liquid Lipstick. Ah, der ist noch zu, glaube ich. Dann lassen wir den erstmal zu. Ach, hier ist nochmal so ein Bourjois Lippenstift. In so einem bärigen aber. Der ist auch noch nicht benutzt. Wie geil sind die bitte? Oh, komm, geh zu. Hier ist irgendein Deckel. Ich weiß aber nicht, wovon. Wovon könntest du sein? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht von... Ah, von dem Make-up. Ja, so. Rimmel Lasting Finish Primer. Was machst du denn? Keine Ahnung, was der tut. Aber ich probiere es aus. Achso, so sieht der aus. Kenne ich nicht. Jetzt kommen wir einfach mal zu... Gleich kommen wieder Kleinigkeiten. Jetzt machen wir erstmal sowas hier. Holographic, das sieht schon ganz stark danach aus, dass ich das gar nicht erst aufmachen muss. Aber das ist On the Glow von Constance Control. Oh, ich glaube, da ist es kaputt gegangen. Weil da ist gerade irgendwas rausgeschleudert. Ja. Der blaue. Kaputt. Wie ein Einhorn hätte ich ausgesehen. Aber du hast die auch nicht benutzt, die Palette. Boah. Ja, ich gucke dann nachher mal so mit dem Blau. Schade. Obwohl, ich hätte die... Nein, jetzt werfe ich auch noch die andere hin. Ja. Oh, ey. So kriegt man die Sachen auch kaputt, ne? Hoffentlich nicht. Ich gucke... Oh, Leute. Diese Bourjois-Dinger, die trocknen matt. Jetzt muss ich nur... Ich muss das mal drauf lassen. So, und dann haben wir hier die auch von dieser Marke Contour Goodness. Highlighter und Konturpalette. Bitte, jetzt sei. Okay, die ist gut. Oh, die sieht aber gut aus. Guckt euch das mal an. So richtig schön aschig, so ein warmer und das da. Ja, gucken wir doch mal. Highlighter, geil. Ja, der Bronzer ist auch cool. Oh, krass, ist der aschig. Geil. Probier mal aus. Ich mach mal hier drumherum sauber. Weil die Dinger, die interessieren mich jetzt wirklich, diese Bourjois-Teile. Die wirklich... so richtig schön matt bleiben oder also sind mit vielleicht ein bisschen kussecht. Oh, was ist das denn? Shades of Marble Lip Topper von Rival de Loupe. Habe ich von gehört. Mir nicht gekauft. Der ist nur geswatcht, wie es aussieht. Boah, der ist auf jeden Fall geil so für Karneval oder so. Der hat, ist total voller Glitzer. Tada, meins. Dann haben wir hier 183 Days Shimmer Matte Lip Cream. Auch, ja, keine Ahnung. Oh, nee, ist nicht meins. Das ist nicht meins. So, dann haben wir Alverde Liquid Highlighter. Ich glaube, die hatte ich letztens schon mal irgendwann im Trash-Päckchen drin. Aber die haben mir, glaube ich, nicht so gefallen. Nee, aber das, guck mal, das ist einfach nur Gold. Was macht Alverde da? Dann haben wir hier lauter kleine. Was ist das? Hier, du hast mir ganz viele so kleine Dinge hier reingetan. Ganz viele, wirklich ganz viele. Was ist das denn? Make-up-Cover, okay. Ist das, womit man sogar so Tattoos abdecken kann und so? Meine Güte. Also 4, 5, 6. L, 12. 13 Stück. Krass. Komm, einen machen wir jetzt mal auf. Da bin ich ja jetzt mal neugierig. Oh, das ist aber sehr dunkel. Gibt es da verschiedene Farben? Ja, ich glaube ja. Boah, ist die pastös. Okay, also ich brauche das irgendwas Helles. Keine Ahnung. Ich glaube, die sind alle relativ dunkel. Die will ich jetzt aber auch nicht alle aufmachen, um zu gucken. So, weiter. Dann nehmen wir mal ein paar Stifte. Jetzt habe ich hier 4, richtig? Ja.
vier Stifte. Da habe ich einmal wieder diesen K-Lips. Der sieht gut aus. Dann von NYX Suede Matte Lip Liner in der Farbe Los Angeles. Ja, ich glaube ja. Ja, ist ein schönes Braun. Also der sieht übrigens so aus. Dann einen Catrice Soft Brow Pencil aus dieser Malakisch. Oh, der ist aber sehr hart. Ich mag ja immer harte Stifte nicht, aber der sieht so cool aus. Nee, aber der ist auch sehr, sehr aschig. Also für alle aschigen Mädels, ne, der sowas, aber Malakisch, das ist ja schon längst wieder weg. Essence Lip Liner. Ist auch so ein wie eben dieser Fuchsia-Ton. Sehr cool. Ach, hier ist noch ein Stift gewesen. Von Catrice Eyebrow Pencil Don't Let Me Brow. Ist auch so ein harter. Magst du die harten? Viele mögen ja die harte. Ich raten, ich nicht. Das tut weh bei mir. So Chic. Ein Liquid Eyeliner. Benutze ich gerne. So, von Essence Lipstick. Schaut mal. Hello, wie heißt das? Hello Holo. Oh Gott, da bin ich jetzt mal wieder gespannt. Holo. Guckt mal. Den muss ich behalten erstmal. Der ist ja krass. Guckt euch das mal an hier. Da. Und wenn ich die Hand bewege, sieht man da. Na, den Holo-Effekt sieht man nicht richtig, ne? Riva Le Loup Long Lasting and Matte Lip Gloss in der Farbe 02. Ach, der ist auch zu. So, dann haben wir. Von Lumen. Das ist so ein Lipbalm. Ah, sowas hier. Kann man schön desinfizieren. Dann BB Cream. Sonnenschutzfaktor 35 von Bobbi Brown. Mal gucken, wie die Farbe ist. Oh, auch sehr dunkel. Schade. Schade, schade. Der ist nämlich auch sehr, sehr mega dunkel. So werde ich noch nicht mehr im Sommer. Eveline Aquatrend. Das ist halt ein Lippenstift. In einem, der ist neu und so rot. Den lasse ich jetzt auch erstmal neu. Jetzt habe ich hier etwas, was ich schon mal weitergegeben habe. Aber das ist jetzt auch gar kein Problem. Das ist die Made to Sparkle. Das ist auch wieder so ein Holo-Ding. Gebe ich dann auch wieder weiter. Dann, oh, da freue ich mich drauf. Essence Sunset Dreams, das ist, wo diese, ich sag jetzt einfach mal, diese Dupe Heat Palette dabei war. In dieser LE, da ist halt dieser, ja, Bronzer, ne? Da kann man halt, je nachdem, wie braun du bist, kannst du dir das dann mischen. Da freue ich mich drauf. So, dann haben wir hier, oh, Melted Chrome Eyeshadow von Essence. So einen hier, guckt mal, der sieht auch schick aus. Das ist die Farbe Nummer 1. Think About You mit Z aber. Wo sind die weich? Und guckt mal. Oh Gott, wie wunderschön. Und vor allem gibt er dann aber einfach nur so einen Schimmer ab. Hallo, Matt. So, und dann haben wir hier noch diesen Tattoo Brow. Ach, den habe ich schon mal. Den habe ich irgendwo noch. Den wollte ich mal ausprobieren. Dann habe ich ja jetzt zwei. Ich habe keine Ahnung, wie das so... Ja, ich habe mir mal durchgelesen, wie das funktionieren soll, aber ich habe da noch nicht so gemacht. So, jetzt gehe ich... Also, kussecht ist der Dings nicht. Aber sie werden wenigstens matt, was ich schon mal cool finde. Mache ich mir das nochmal ab. So, und wir kommen zu den beiden letzten Schätzchen. Und zwar von Riva Le Loup Shades of Marble. Das ist wieder diese LE. Das ist so eine... Highlighter-Palette, würde ich sagen. Was ist das denn hier für ein Ton? So ein Sunset-Ton. Hier, guckt mal. So orange und dann gold. Ja, sind schöne Farben bei. Hätte ich mir, um ehrlich zu sein, nicht gekauft, die Palette, aber die sieht doch überzeugend aus. Und dann noch das letzte ist noch eine Palette von Revolution, die Ultra Cool Glow. Oh, krass. Guckt euch die mal an. Oh, das Einhorn hier. Okay. Also die würde ich höchstens an... Obwohl, die Farbe ist geil. Aber die auch. Für zwei Farben das Ding zu behalten. Also die beiden hier, die gefallen mir.
Das ist einmal der hier unten und irgendwo und hier oben. Ja, schauen wir mal, ne, was wir damit anstellen. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Trash-Päckchen gewesen. Also interessant im Sinne von positiv interessant und nicht so interessant. Ne? Also richtig witzige Sachen, weil viele auch natürlich so trockene Haut, was bei trockener Haut nicht so gut ist oder was mir persönlich jetzt nicht so zusagt, aber schon allein The Ordinary Foundation. Ne? Also muss man ja sagen, ich danke. Dankeschön, dass wir getauscht haben. Und auch ihr alle anderen fürs Zusehen und bis dann. Tschüss.